Und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer weiteren Folge God of War. Oh, ich sehe schon, der Safe Game hat wieder sein eigenes Ding gemacht. Gut, gut, gut. Alles klar. So, wie kommen wir zurück? Wie kommen wir zurück? Ich vermute mal hier lang. Ab zur zweiten Kette, das ist unser Auftrag. Wir sind auf dem richtigen Weg. Atreus? Hallo? Da. Bist du bereit? Dann würde ich sagen, nichts wie rein. Das nächste Rätsel. Ach du Heiliger. Abwechslung ist sehr wichtig. Das ist ja gar nicht cool. Okay. Das scheint im ersten Moment gar nicht so schwer zu sein. Mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das Ding ist festgefroren. Oh, das ist nur ein zweiter. Na, das geht nicht. Das geht nicht. Okay, das klappt so nicht. Wir müssen den erstmal ein bisschen verzögern. Ja, so auch nicht. Okay. Jetzt ist er ein bisschen verzögert von dem ersten Stein. Na dann, wollen wir mal gucken. Das klappt schon irgendwie. Das klappt schon irgendwie. Oh oh. Atreus, kommst du durch? Ich will das mal hoffen. Okay. Wir sind in der zweiten Kammer. Oder auf dem Weg dorthin zumindest. Naja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Selbst wenn es nur Hacksilber ist, wir nehmen alles mit, was wir irgendwie sammeln können. Oh, viel besser sogar noch. Armschienen der Weltenschlange. Okay. Offensivrüstung begünstigt die. Schätzen wir mal, das ist irgendeine Runenkraft. Ist das Eis? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal. So, ausgerüstet habe ich die Level 5 Plus. Und das ist ein normal Level 5er, aber ich vermute mal, dass man die eventuell sogar verbessern kann. Zu den Plätzen. Na, aktuell kann ich sie hier nicht verbessern. Na, dann nehmen wir erstmal die wieder zurück. So. Das wird eine Aufgabe für Brock und Sindri werden. Aber nett, dass wir schon wieder was gefunden haben. Okay. Was ist das hier? Okay. Hier ist anscheinend irgend so ein Explosionsding. Ich weiß noch nicht, wofür wir es brauchen, aber wir werden es herausfinden. Ach du Kacke. Diesen Teil hasse ich echt. Ich weiß. Nicht nur du hast den. Okay, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Mal gucken, ob wir richtig liegen. Du Atreus, du nimmst dann bitte deinen Blitzbogen. Genau so ist es. Und zwar hier unten hin. Jetzt gib ihn. Alles klar, sehr fein. Das Ding ist komplett runtergefallen. Auf jeden Fall haut es mich nicht an die Decke. Das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist ja auch doof. Ich könnte einfach da jetzt runterlaufen. Ich versuche ich's. Was soll's? Ich mach's einfach. Los, Kratos. Wir sind jetzt so nah dran. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar. Das stimmt. Ach, Mimir. Du bist echt ein Guter. So, komm, Atreus, übersetz mal. Die meinen offensichtlich nicht uns. Was, Unfrieden? Das habe ich nicht gehört. Lass sie in Frieden. Eine Botschaft von Tyr. Meint er die Riesen? Tja, das weiß ich nicht. Wir werden es wohl gleich herausfinden. Denn auch hier muss irgendwas passieren, unter Garantie. Atreus, mach mal auf. Sehr schön. Was haben wir da? Was haben wir da? Na gut. Symbol der Standhaftigkeit. Nehmen wir mit. Okay, so, bin ich bereit? Bin ich bereit? Ich würde sagen, ja. Alles klar, komm. Kratos, öffne die Kette.
Jawohl, genau so wird's gemacht. Sehr schön. Und auf die geht bestimmt gleich wieder die Hölle ab. Oh nein. Und wo denn da? Nein, zwei Ritter. Ich werd bekloppt. Oh Mist. Ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch wirklich verrückt. Jawohl. Nimm das hier, du Ochse. Oh Mist. Ich hasse diese Ritter. Ich hasse sie wie die Pest. Komm. Warte, gib's ihm. Sehr schön. Alles klar. Ritter 1 haben wir. Ritter 1 ist weg. Blocken, blocken. Atreus, geht's dir gut? Kleiner. Aua. Das hast du nicht umsonst getan. Kratos. Ich hasse diesen Special Move. Mit dem Eisstrahl. Das muss ich echt mal wieder umstellen. Das ist nicht. Das ist überhaupt nicht cool, das Ding. Das macht nämlich nur Probleme. Aktiviere ich ihn schon wieder. Das Problem ist, ich kann ihn auch nicht unterbrechen. Das ist irgendwie ziemlich doof. Okay, komm. Mach ausklingen. Nehmt das hier. Ihr Penner. Geh gleich hinterher. Jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Jawohl. Sehr schön. Er ist es weg. So soll das aussehen. So und nicht anders. Bin doch nicht so weit. Mist. Ja, den kriegen wir schon. Den kriegen wir schon klein, den Ochsen. Sehr schön, sehr schön. Okay, so nicht. Nimm das hier. Deine Rüstung ist gleich weg, Kleiner. Sehr fein. Gleich haben wir dich. Na siehst du, geht doch. Mann. Einsacken. Hinter uns wieder Gegner. Wir müssen doch zerdrückt werden. Kann gar nicht sein. Die kriegen wir gleich. Sehr fein. So, das war's gewesen, ja? Was für ein Aufwand immer. Okay. Ich würde sagen, lass uns mal gucken, dass wir hier irgendwie heile durchkommen, Kleiner. Das wäre eine Möglichkeit. Der mittlere. Den nehmen wir. So. Okay. Unsere Chance. Raus hier. Warum kommen wir direkt durch? Na, es scheint fast so. Oh Mist! Nächste Kammer! Wo sind sie? Ihr seid auch keine Gegner. Das macht ihr nicht mit mir. Das machst du nicht mit mir. Du auch nicht. Bam. Ha, aus dem Bild geschnetzelt. Richtig gut. Ich brauch mehr Zeit.
Kein Thema. Lass dir die Zeit. Die kriegen wir schon. Verlass dich drauf. Die kriegen wir schon. Jawohl. Okay. Oh nein. Weitere Türen aus der Hölle. Na komm, wo seid ihr? Aufpassen. Warte, du bist verletzt. Ich weiß, ich weiß. Ich brauch mehr Zeit. Kleiner, ich rette dich. So. Lebensenergie. Ja, Vater? Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Gute Idee. Sagen wir doch nicht mehr den Tempel kippen. Das klingt ganz normal. Okay. So, wo kam er überhaupt her? Ich vermute mal von da. Soll ich mich trauen, da direkt durchzulaufen? Ach, na klar, was soll's. Was soll's? So, hat doch gepasst. Alles ist gut. Okay, ihr beiden. Dann würde ich sagen, legt mal Hand an. Komm her. Ich weiß, was ich versprochen habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denkt dran. Thiel hatte guten Grund für diese Hindernisse. Er machte Jötunheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Thiels Wegen. Ja, ich bin gespannt. Ob uns das eventuell noch mal das Leben kosten wird. Ich hoffe es nicht. So, okay. Komm. Kipp die Kammer. Aus den Beinen heben. Weiß er. Ich will nur helfen. Mimi, ich glaube, das weiß Kratos sehr gut, wie das geht. Aber danke deinen Tipp. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Oh, Kratos, es ging gerade mal so, ne? Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und auf jeden Fall. Tot, ein echtes Plus. Das stimmt. Da, links. Was haben wir da? Von da aus können wir rauf zur Welt. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Thiels Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Vor allem nach diesen ganzen Geschichten, die wir mit dir mitgemacht haben, Kleiner. Du warst kurz drauf und dran gewesen, irgendwie abzudriften. Aber bislang ist alles gut. Zumindest jetzt, aktuell. Okay, wir sind jetzt in Thürs Kammer wirklich angekommen, ja? Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Das ist eine gute Frage. Ich würde auch sagen, der Baum ist es, na klar. Okay, wir folgen dem Licht. Sonst hieß es doch immer, Carol Ann, geh nicht ins Licht. Aber naja, da müssen wir hin. Wir sind da. Was nun? Komm her. Kratos, pass schön auf. Pass Junge, schön auf. Dein Messer. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Komm, guck sie an, Kopf. Bei Athomlas Euter. Das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn.
In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Thiel in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Thiel folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Okay. Ein Weg nach Hüttenheim. Sehr schön. Wenn er mit dem Stein andere Welten besuchen konnte, dann haben wir die Chance auf... Thiels Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt? Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist dein voller Ernst, nicht wahr? Oder zumindest andere Welten besuchen, um auch die übrigen Walküren zu finden. Und das ist ja wohl mein Ernst. So, müssen wir hier durch, ja? Da will ich da gleich hin. Warte, wo sind die übrigen Welten? Ach, das Spiel bietet mir jetzt momentan nur noch diesen einen Weg an, ja? Na gut, komm her. So. Sind wir jetzt in Jötunheim? Jötunheim. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Oh, Brock, so langsam reicht's echt. Du gehst mir sowas von auf den Zwirn. So, komm her. Du kannst mal ein bisschen was aufwerten. Meine Armrüstung, die ich gefunden habe, darfst du gerne mal verbessern. Nee, herstellen wollen wir nix. Zumal ich auch gar nicht ausreichend genug Materialien habe. Nicht genügend Ressourcen. Genau das wollte ich hören. Der Klingenknauf. So, den haben wir. Den können wir verbessern auf jeden Fall. Oh. Tödliche Kriegsgriffe. Gewichtslose Griffe des Schutzes. Das ist natürlich viel cooler. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Level 7er. Oder 6 bis 7 zumindest. Verbessern. Verrate mir bei Gelegenheit, wer diese Schönheiten geschmiedet hat. Ausrüstung. So. Okay, jetzt habe ich mein Max-Level allerdings irgendwie komischerweise verringert. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Ist egal, komm her. Hoffentlich wurde ich ihm gerecht. Gut, das ändert sich also nicht. Nur nochmal verbessern. Komm damit bald wieder. Ich habe Pläne. So. Nochmal ein Schnittchen besser. Da geht nichts. Auf Max aufgelevelt. Okay, was haben wir denn hier? Kaufen. Nee, wir wollen nichts kaufen. Wir wollen verkaufen. Zauber. Ich habe so viele alte Zauber. Symbol des Trotzes. Ja, warum denn nicht? Irgendwie ist ein bisschen Nacksilber. Robuste Reliquie der Wahrheit. Weg damit. Okay. So, herstellen. Geht da vielleicht doch irgendwas? Mir fehlen überall die Materialien. So, das ist nicht schlimm. Wo waren wir bei dem anderen Thema? Lass uns kurz mal gucken. Du willst mir nur irgendwas wieder von einem Alchemisten erzählen. Da habe ich keine Lust drauf. So, Rüstung. Rüstung. Armrüstung. Nee, Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken nach Waffen. Und nach dem Knauf wollte ich schauen. Das ist ein Level 7er. Der Level 7er zieht mir aber deutlich mehr ab. Komischerweise würde ich sogar im Level aufsteigen. Der zieht mir 2 Stärke ab, 10 Runen. Dafür macht er 18 plus bei Abwehr und minus 15 Glück. Und alles in allem würde ich trotzdem vom Level ein bisschen höher kommen. Na, dann soll es halt so sein. Ziemlich nett. Okay. Gut, können wir hier noch irgendwas verbessern? Wir sind schon auf Maximum hoch. So, okay. Der Eisstrahl, der nervt so. Den wollte ich endlich mal wegmachen. Der Eisstrahl ist so unfassbar nervig. Was hatte ich denn vorher die ganze Zeit gehabt? Das war ganz cool gewesen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Den nehmen wir. Und den können wir gleich verbessern. So, okay. Mal gucken. Ja. Das sieht gut aus. Okay, dann nehmen wir den.
Alles klar, Kleiner. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Oh, boah. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Nimm das hier! Leider geht es nicht. Vielleicht sollten wir wirklich mal auf die Suche nach dem Alchemisten machen. Vielleicht wäre es nicht mal eine Möglichkeit. Gut. Mir ist es mehr als recht, wenn wir uns noch nicht gleich vom Weltenbaum in den Abgrund stürzen. Alles zu seiner Zeit, Junge. Wirklich? Ja, wirklich. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, gehen wir zum Weltenbaum hin. Können wir da hinkehren? Geht das? Kann ich da hinreisen? Weil ich meine, hier mal schon alles gemacht, außer eventuell den Alchemisten zu suchen. Wo müssen wir denn hin? Was sagt denn der Weg? Die Karte sagt, ich muss. Was haben wir hier Schönes? Ach ja, der Hohe Rat. Allerdings kann ich den Hohen Rat der Valkyren erst aufsuchen, sobald ich alle 8 Stück habe. Wir sind erst bei 6. So, und die beiden Welten, da muss ich nicht mehr hin. Gut. Wir folgen dem Hauptauftrag. Was soll passieren? Okay, so. Wir können reisen. Die Zwischenwelt. Wir müssen da anscheinend wirklich hin, ne? Ich lese mal kurz nach, aber ich glaube, wir müssen in die Zwischenwelt. Zwischen den Welten, genau. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg dahin. Okay. Die Zwischenwelt. Abmarsch. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Das ist richtig, aber Atreus, es hieß immer nicht vom Weg abkommen. Okay. Eintrachtsteine zum Abgrund bringen. Also doch hierhin, ja? Na gut. Komm her, wir machen's. Hier ist Thiel über den Rand getreten und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Ich hoffe, das zählt auch für uns. Okay, ihr beiden, und runter. Das ist unglaublich. Ich dachte, da wäre eine Brücke. Mimir, hör auf zu jammern! Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, da war großartig! Da! Der Turm! Ich wusste, dass hier unten was ist! Unglaublich! Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ja. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Okay, der Jötunheim-Turm. Was erwartet mich hier? Oh, oh. Ich mach die Tür auf, Matt, gleich bestimmt belagert von irgendwelchen Riesigen. Vielleicht Rittern. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ziemlich spärlich. Das stimmt. Der Sockel. Ja, zum Sockel gehe ich gleich. Ich werde auch mal gucken, ob die Türen hier eventuell offen sind. Aber nein, sind alle zu. Komm her, dann ist Rage zumindest wieder voll. Zack. Was ist das? Wir werden es herausfinden, indem wir es probieren. Genau, den Eintrachtstein. Oh nein, der Stein ist fort. Der Turm, er absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Na, aber danke. Schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Naja. Nichts wie. Oh Mist. Oh Mist, das war klar. Lass mich in Ruhe.
Übel, Kratos, komm, gib's den! Gut, dass das vorbei ist. Boah, das war bestimmt nur die erste Runde, wa? Ich freue mich gar nicht darauf. Oh nein. Jetzt! Oh, das ist Alfheim. Das ist gut. Das ist gar nicht gut. Probier's doch! So nicht! Nimm den hier! Du kriegst uns nicht! Du kriegst mich nicht! Ach, da ist noch einer! Nimm den hier! War ich wohl schon mitgekriegt. Bam, aus dem Bild. Dich kriege ich, dich kriege ich. Komm her. Noch. Ich kann doch nicht. Nimm das hier. So, gute Nacht. Das war hart. Wo kommen wir wohl als nächstes hin? Oh, ich will es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Ich will es gar nicht wissen. Oh nein, oh nein, das ist Helheim. Oh je, da kommt. Wer kommt da? Na kommt her, na kommt. Die schnetzen wir direkt an der Tür weg. Sehr schön, Kratos. So, das war's gewesen. Und du gibst auch gleich auf. Okay. Jetzt reicht es aber wirklich. Das war noch relativ einfach. Wo sind wir hier? Muspelheim. Gar nicht gut. Da waren wir noch gar nicht, das stimmt wohl. Was wartet hier auf uns? Nee, nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Wir gehen hier. Aua, das tat weh. Das war gemein. Ein riesiger Ogre. Oh, warte. Der Ogre ist bereit. Ja, Ogre. Hau den Riesen. Hau den Riesen. Ja, voll. Gib ihn. Was seid ihr denn für Geschöpfe? Ich bin schon weg. Oh Gott, du bist vielleicht ein bisschen anfällig gegenüber Eis, wa? Kann das sein? Vielleicht auch nicht. Autsch. So, okay. Du fällst gleich. Du bist gleich weg. Nimm den hier. Und du auch, Kratos. Bam. Ja, ich würde mal sagen, das war eindeutig. Gut gemacht, ihr beiden. Richtig gut. Komm, Lebensenergie. Hab angehalten. Es
wo sind wir? Zwischen den Welten. So wie der Auftrag hier lautet, da sollen wir hin. Was haben wir hier gefunden? Okay. Zorn der Artemis. Ein schützender Hieb, der alle Gegner um Kratos zurückstößt. Wie gut ist der? Das kann man so erstmal gar nicht sagen. Erstmal wie der aussieht. Mal gucken. Auch nicht schlecht. Guck mal, erstmal verbessern. So, okay. Er ist vom Schaden her deutlich geringer, hat dafür mehr Betäubung. Brandschaden ist allerdings gleich. Nee, ich bleib bei meinem, den ich habe. Gut, ihr beiden, was nun? Was nun? Warum hat das Ding hier angehalten? Ist die Tür vielleicht offen? Tatsache. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir rausgehen, habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen und einen Kommentar. Es wäre richtig klasse, auf diesem Weg nochmal von euch zu hören. Ansonsten bei Gefallen ganz klar teilen, liken, abonnieren. Wäre richtig schön. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Macht es gut. Euer Alien One Hunter. Bye.